Alter, das ist doch... Meine Fresse. Mann. Ich bin so gut gefahren und es lief auch noch so fluppig und... Das war schön. Das war scheiße. Aber egal. Wir kommen ja jetzt so recht gut voran. Mann. Leck mich im Arsch. Ich bin gerade immer noch so voll durch den Wind von dem scheiß Fail gerade. Ja, das war mal richtig schlecht. Ja, das hat eben schon ganz gut geklappt. So, jetzt geht's hier wieder in einen kleinen Waldgedöns. Oh, Alter, was ist denn kaputt hier? Ja, dieser kleine Stoß, die kleine Stoßeinverprüfung, die hier fälschlicherweise als Sprung bezeichnet wird. So, komm. Nein. Nein. Aus. Oh mein Gott. Achso, die Einserkurve wieder. Ja, diesmal hat es auch schön geklappt. Ja, ich bin gerade sehr ruhig, weil ich mich wieder konzentrieren möchte. Und das kann ich nur, wenn ich ruhig bin. Das kann ich nur, wenn ich ruhig bin. So. Ah. Yippie! Oh, meine Fresse, piss mich, ey. So, das muss jetzt mal ein Weltrekord sein. Ja! Mann, zweiter Weltrekord! Ich bin auch jetzt verdammt gut gefahren. Dankeschön. Angemessene Entschädigung. Ja, ja, das ist da, da kann man ja nichts da mal. Durchschnittliche Position, erster, naja. So. Noch lieben, yay. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich gerne. Ja, das war ein bisschen geschauspielert. Also, ich gehe normalerweise nicht so laut. Hui. Ja, das war ein Sprung. Kommt aus, vielleicht noch heute aus dem Grab. Ah, doch, danke schön. Ja, oh, die Straßen sind ein bisschen kaputt, aber ist egal. Oh, da lag ein Baumstamm. Ja, so ein bisschen schneller habe ich es aber auch. Oh, nein, ich sag, ein bisschen schneller habe ich es auch gern. Ja, hahaha. Gerüchteküche. Ahoi. Ich mag es, wenn Rennen etwas schneller vonstatten gehen. Reden. Rennen mit schnellen Passagen gefallen mir besonders gut. Mein Fresse. Ja, aufpassen, was man sagt. Wie man sagt. Ja. Oh, oh, das war schön. Das war schön. Guck dich mal, wie man. Wie geil man hier mit diesem Wagen durchrushen kann. Hui. Hui. Vier Sachen kaputt. Hey. Yay. Ja, genau das mache ich. Danach werde ich auf den Splittern tanzen. Okay.
Nachdem ich mir gerade einen tollen Plan geschmiedet habe, was ich von der Party schmeiße, wenn ich diese Spiele nicht durch habe, können wir uns wieder auf das Rennen konzentrieren. Yay. Hat er gerade gesagt, brumm, brumm und dann links 6. Nicht schlecht. Brumm, brumm und dann links 6. Er meint wahrscheinlich auch Sprung, aber ist mir egal. Ja, links 2, übertreib. Alter! Klar, so ein Holzstamm. Die haben den im Boden mit Zement fest verankert. Der wird von 6 Hochleistungsstahlseilen, die ebenfalls an 6 Betonklötzen im Boden waren, wird er noch stabilisiert, damit er bloß nicht umfällt. Dann haben die das Innere von dem Holzstamm haben die ausgehöhlt, haben da flüssiges Titan reingefüllt, haben gewartet, bis das ausgehärtet ist und dann, haben die das da reingehauen und haben die dann so Holz wieder drum verkleidet. Oh, mein Handy. Moment. Yo, das war mein Musiklehrer. Also mein Basslehrer. Ist egal. Was für euch jetzt eine Sekunde war, waren für mich 5 Minuten. So, wir machen direkt weiter. Ich habe mich nämlich gewundert, was das für ein komisches Geräusch ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass es mein Handy ist, das gerade klingelt. Egal. Bin jetzt wieder voll aus dem Rhythmus, aber das ist mir wurscht. Denn wir versuchen wieder unser Glück. Ah. Okay. Alter, immer dieser scheiß Pfosten, ey. Ja, lass mich doch noch ein bisschen weiter in die Pampa fahren, ey. Ey, meine Fresse. Ah, das war ein bisschen sehr viel gelenkt. Naja, das ging noch gerade so. Das hätte ein schöner Sprung werden können. Nein, 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 nein. Ja, hätten wir es dann? Darf ich? Ja? Oh, das ist lieb. Und Sprung. Scheitelsprung. Scheitel. Achso. Enge Kurve. Oh, okay, das ging. Alles klar. Ups. Oh. Ah, sehr schön. Hab ein bisschen Angst. Ich will es jetzt nicht versauen, weil es gerade so schön läuft. Das klang eklig. Okay. Soweit so gut. Bis jetzt sind ja da recht wenig Hindernisse, was mir sehr gefällt. Was ich noch so schade finde, also wie gesagt, ich hab's ja schon mal, irgendwann schon mal erwähnt, dass man hier halt nicht zurückspulen kann, wie man es in Dirt 2 machen kann. Oder was man halt irgendwie auch hätte machen können. Dadurch, dass man nicht zurückspulen kann, dass man vielleicht hier, wenn man den Wagen dann irgendwann schrottet, dass man ab einer Etappe anfängt. Also wenn man irgendwie auf Leicht- oder Anfänger spielt, dass man einfach ab der letzten Etappe neu fahren kann. Aber dass man halt wieder. Klar, das ist natürlich realistisch, wenn man von ganz Anfang fährt. Aber es ist halt nicht so spielerfreundlich. Es ist halt, ich meine, wenn man es genau betrachtet, ist es ja auch nicht realistisch, dass man zurückspulen kann. Und die letzten, weiß ich nicht, 15 Sekunden nochmal versucht. Und man sie nämlich ziemlich versaut hat. Aber naja, okay. Ja, nochmal voll in die Wand reingekloppt. Ja, ich bin Weltrekord. Ne, 3 Sekunden, ne, ja. Au. Boah, das ist boah, das war eklig. Ja, hallo. Ja, kann ich. Ja, oh, das ist lieb. Was ist jetzt oder kommt. Ne, ja, gucken mal. Hast du dann am meisten abbekommen? Nein, nein, nein. Okay, Motor, das. Und so. Perfekt.
mit neuem Elan und neuem Wagen gehen wir in die René. Oh, jetzt kommt wieder diese... Moment, hier habe ich doch damals meinen Weltrekord drauf gemacht, oder? Auf der Strecke, glaube ich, war das doch. Ja, ich glaube, das war die. Hier bin ich meinen Weltrekord drauf gefahren. Also, die ist heftig zu fahren. Das ist mit die schwierigste Strecke, die ich, glaube ich, bis jetzt kenne. Durch die ganzen Bäume, weil jeder Fehltritt kann dich den Wagen kosten. Einmal... kurz falsch entschieden und dann landet im nächsten Baum. Und da es hier enorm viele gibt, ist die Auswahl ja sehr groß. Man kann sich schon regelrecht aussuchen, welche man am liebsten hätte. Oh, glatt 3 Sekunden. Ja, ich glaube, das war die, ne? Ja, mit den ganzen... Nein, 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 oh mein Gott. Oh, ja, die Tür voll in den Baum. Warum die Tür jetzt auch immer abgefallen ist. Alter, brödeln wir hier durch. Ja, wir brödeln. Wir sind Aschenbrödel. Aschenbrödel im Zitrein C4. Boah, es hat eine schnelle Runde. Es ist ein schnelles Rennen, ey. Also, die Strecke ist krass. Das war schön. Ihr merkt schon, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentrieren muss. Ja, die Strecke ist zwar toll, aber sie ist enorm anspruchsvoll. Hat sich gereimt, lol. Nein, ich will aufhören zu reimen. Scheiße. Also wie ihr schon merkt, es ist sehr schwierig zu fahren. Oh. Jetzt wird die Straße auch noch ganz eng. Aber ich komme ja bis jetzt wirklich gut durch. Ja. Komm. Ah, das war schön.